sind so viele. Oh, wieso arbeiten hier so viele Bauern, Leute? Also so viele. Warum leben hier so viele Bauern? Das ist echt nicht gut. Ah. Sehr schön. Die kriegen auch noch Kinder. Wunderbar. 12 Kinder. Wunderbar. 12 Kinder ist super. 2 Schüler. Ja, das ist klar. Da werden wir jetzt momentan eine kleine Flaute erleben, leider. Nein, nicht der Lehrer. Ah, ist neu besetzt worden. Oh. 2 Hilfsarbeiter. Die müssen auch bleiben. Ledermantel gegen Ledermantel. Also das ist echt der Witz schlechthin. Mal ganz ehrlich. Das ist echt ein schlechter Witz. Ich bin gerade echt im Überlegen. Das sind 4 Felder. 4 von den größeren. Ich bin echt am Überlegen, dass ich hier 4 lahmlege. Beziehungsweise diese 4 hier, diese äußeren. Dass die dann da oben arbeiten können. Weil dann haben sie da auch die Nahrung. Der Woodcutter kommt leider auch so gar nicht in Gange. Ja klar, es ist ja auch gerade kein Bauarbeiter vorhanden. Ich muss tatsächlich sagen, die Werkzeuge sind gerade gar nicht so wichtig. Auch wenn sie die ganze Zeit schreien, es finden uns Werkzeuge. Aber ehrlich gesagt ist das gar nicht so wichtig. So wie es aussieht. Oh, die ganze Ernte geht ein. Das ist genau das, was mich so ärgert. Dass die ganze Ernte kaputt geht. Das ist das Ärgerliche. Okay, lassen wir den Scheiß. So. Ich will mir jetzt erstmal, ja, alle 4 sind fertig. Hervorragend. Dann machen wir das jetzt mal folgendermaßen. Diese 4 fallen weg. Jetzt werde ich dir sagen, warum machst du das? Ganz einfach, ich schicke sie nach oben, weil es dann einfacher ist für die Leute. So, eine Reihe Kohl, eine Reihe Kartoffeln. Es ist echt ärgerlich, dass wir noch kein neues Saatgut gekriegt haben, aber das wird sich auch noch ändern. So, ziehen wir jetzt erstmal die Leute ab. 5, 3, huch, und hier auch nochmal, und der Rest bleibt erstmal Hilfsarbeiter. Damit hier oben mal sämtliche Ressourcen mal verschwinden. Ne? Was die Schule angeht, was das Haus angeht. Damit hier alles mal frei wird, damit wir mal da arbeiten können. Und außerdem sind wir diese 4 Nebenfelder da unten mal los. Außerdem wohnten hier, glaube ich, doch auch zuletzt einige Bauern. Kommt ihnen also auch nur zugute. Dann ist ihr Arbeitsweg nicht mehr so weit. Dann haben sie nämlich ihre Arbeit quasi direkt vor der Haustür. Und können sich dann direkt ans Werk machen. Und müssen dann nicht erst großartig zur Arbeit laufen. Dann haben sie quasi alles in der Nähe. Sie haben ihren Arbeitsplatz in der Nähe, ihren Lagerplatz. Den Woodcutter kriegen sie noch gut für Kleidung. Müssten sie dann halt noch ein bisschen laufen. Aber mal sehen, vielleicht lässt sich da auch noch was machen. Und die Kinder kriegen ihre eigene Schule vor die Haustür. Was will man mehr? Jetzt fangen sie mal an, den Woodcutter zu bestücken. Ist ja interessant. Außerdem hoffe ich, dass sich dadurch mal unser Lagerbestand an Feuerholz mal wieder erhöht. Weil ihr seht ja, unser Feuerholzbestand ist ziemlich schlecht. Oh, mit Gewitter sogar. Mit Gewitter. Okay, ich ziehe von da mal ein paar mehr ab. Dann werden sämtliche Bauernhöfe mal wieder besetzt, aber wir haben trotzdem genügend Hilfsarbeiter, dass sie weiterarbeiten können. Dann können sie nämlich die gesamten Sachen freiräumen. Wenn sie das geschafft haben und alles auch ausgestattet haben, können sie dann anfangen zu bauen. Das ist die Idee. Siehste, sag ich doch, lohnt sich.
Bauer, Bauer, Förster, Förster, Fischer, Bauer, 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 Bauer. Siehst du, hervorragend. So habe ich mir das vorgestellt, dass sie direkt in der Nähe ihrer Arbeit wohnen. Dann ist der Weg auch nicht weit, können sich Zeit lassen. Das Lager ist auch direkt in der Nähe. Perfekt. Das ist ein idealer Umstand. Ich kann, theoretisch bin ich sogar gerade am Überlegen, könnte ich eigentlich sogar noch den Fischer verlegen. Sonst, dass der Fischer hier hochkommt. Mal schauen. Ah, Visionen, Freunde, Visionen. So viele Visionen. So viele Vorstellungen. Alles gar nicht umsetzbar, doch. Es dauert alles natürlich seine Zeit, aber... ich glaube, das Warten hat sich gelohnt. Ja, jetzt geht das große Sterben wieder los. Aber so groß war das gar nicht. Also so ein großes Sterben haben wir dieses Mal gar nicht gehabt. Tatsächlich. Also das hielt sich echt in Grenzen. Diesmal. Hielt es wirklich. Muss ich echt sagen. Also das war gar nicht so schlimm. Ich hatte mir das echt schlimmer vorgestellt, was das, Sterben angeht. Das Massensterben. Gut, dass die Minen jetzt wieder nicht so gut ausgestattet sind. Ja, mei, das ist halt so. Brennholzvorräte sind aufgebraucht. Ich weiß, ich weiß. Wir arbeiten dran. Erstmal bin ich froh, dass sich die Nahrungsgeschichte erstmal wieder einigermaßen geklärt hat. Jetzt bauen wir auch noch fleißig weitere Häuser, damit die Leute auch noch ein Dach über den Kopf haben. Das heißt, es wird unter dem Strich auch noch mehr Kinder geben. Ah, wir haben einen Schlauen dabei. Sehr schön. Oder eine Schlaue. Muss ja nicht immer ein Kerl sein. Kann ja auch eine Frau sein. 99% bekleidet, fast 80% gebildet. Hervorragend. Aus einer Stadt voller Vollidioten sind wir inzwischen aus einer Stadt mit nur noch sehr wenigen Vollidioten geworden. So wollen wir das haben. Ist der Händler eigentlich... der Händler ist noch da, Leute. Komm. Geh mal an die harte Arbeit, bau mal, hilf mal da ein bisschen mit, Kollege. Handeln kannst du auch danach noch. Ja. Siehst du, dann lasse ich erstmal das alles fertig ausstatten. Danach können sie dann anfangen zu bauen wie bekloppt. Oh, perfekt. Holz läuft auch gut. Unsere Stadt existiert 80 Jahre. Wir hatten einen schwierigen Anfang, aber ich glaube, jetzt so langsam kommen wir tatsächlich in Gange. So wollen wir das haben. Sehr schön. Unsere Stadt floriert langsam. Ist eigentlich mit einer vorsichtigen Betonung. Ja, das war klar. Muss gleich hier jemand umfallen. Unbedingt. Gut, dass jetzt die Nahrung, dass das jetzt alles nicht so wirklich in Gange kommt, ist gar nicht cool, ehrlich gesagt. Aber es ist leider so, es lässt sich nicht ändern. Wir sind jetzt schon im Herbst drin. Schwierig. Scheint aber ein generelles Problem zu sein. Also die Pflanzen scheinen gerade generell nicht so wirklich in Gange zu kommen. Ist auch interessant. Also es gibt immer allerhand Probleme anscheinend. So, die Schule muss jetzt nur noch mit Ressourcen bestückt werden. Das heißt, sie kann danach dann auch tatsächlich loslegen. Die kann dann ihren Job aufnehmen. Wie sieht es denn hier aus? Siehst du, wir haben schon hier die ersten Schüler. Die werden dann wahrscheinlich auch umsiedeln, wenn sie dann hier direkt ihren Dings haben. Zwei Hilfsarbeiter nur noch. Klasse. Ziehen wir nochmal ein paar Holz, ein paar Förster ab. Frühwinter. Und immer noch kein Schnee. Okay. Das sollten wir nutzen. Wir haben einen ziemlich warmen Winter dieses Mal. Geil. So, die Gebäude sind bereit. Fangt an. Ihr habt genug zu tun. Und zwei von denen kriegen sogar einen neuen Job. Einer als Lehrer, einer als Woodcutter. Jetzt fängt es an zu schneien. Aber ziemlich spät diesmal. Diesmal wirklich spät. Die Felder sind leer. Wie sieht es oben aus?
Oben ist noch ein Feld dabei. 27%. Das ist aber kein richtiger Winter, mal ganz ehrlich. Das ist bisher einer der wärmsten Winter. Er ist gestorben. Holzhacker, natürlich. Natürlich wieder so wichtiges Personal, ne? Immer die wichtigen Leute. So. Der nächste Woodcutter wird übrigens gerade gebaut. Der wird auch tatsächlich laufen müssen. Ob es ihm gefällt oder nicht, der wird laufen müssen. Aber ich lasse die Leute erstmal bauen. Erst wenn alles fertig ist, außer die Wege, also die Häuser, die Schule und der Woodcutter, werde ich den Woodcutter und den Lehrer einteilen. Ja, jetzt sterben sie alle. Ich weiß. Mensch, wir haben gar keinen richtigen Winter gerade. Das entsetzt mich so ein bisschen. Das entsetzt mich echt gerade ein bisschen. Wir haben keinen richtigen Winter gehabt. Diesmal. Also solche Winter gibt's auch. Ne, soll ja nicht heißen, solche Winter gibt's nicht. Doch, solche Winter gibt's auch hier. Und ich glaube nicht, dass das mit dem Klimawandel zu tun hat, Fischer. Ich habe keine Leute, die sie gerade ersetzen können. Ja, ich sag ja, jetzt sterben sie alle. Das ist super. Ja, sag ich ja. Jetzt geht's los. An Sessionende. Jetzt geht's los. Die Häuser hier werden gar nicht erst bemannt. Was ist da los? Ja, ja, ist ja gut. Jetzt fangen sie alle an umzufallen. Aber der Nachwuchs ist gesichert. Die eine Schule hat schon 11 Schüler drin. Das ist hervorragend. Und hier sind auch noch einige Kinder dabei. Auch einige, die noch Schüler sind, die bald ins Erwachsenenleben kommen werden. Ich sehe das positiv. Also so eine kleinere Phase, wo die Alten umfallen, ist jetzt nicht so wahnsinnig wild. Kräutersammler, Altersschwäche. Also der Friedhof ist voll auf jeden Fall. Der knallt auseinander. Pekannüsse. Nee. Ich glaube, das ist nicht etwas, was wir auf so einem normalen Feld anbauen können. Das ist, glaube ich, baummäßig. Auf die Gefahr hin, dass ich mich total blamiere. Irgendwas fehlt uns. Wahrscheinlich Feuerholz oder Werkzeuge. Feuerholz. So, die Bauarbeiter ziehen wir ab. Die haben ihren Job gemacht soweit. Zwei Bauern, einer in den Lehrerstatus und einer bitte als Bergarbeiter. So, der dürfte gleich Schüler kriegen. Rechne ich mal mit. Ja, ein Schüler. Zwei Schüler. Wow. Hat sich echt gelohnt. Ich wollte den Kindern eigentlich einen Gefallen tun, aber wenn sie lieber nach da unten gehen wollen, bitte. Ich halte sie nicht auf. Ich habe gerade den Woodcutter vergessen. Scheiße. Da habe ich gerade den Woodcutter vergessen. Oh, Mist. Achso, den Händler. Oh, macht der Bergarbeiter. Da hat er eh gerade nichts vor. Oh, ich freue mich, die Nahrung hat sich erholt. Der Alkohol fließt auch gut. Hervorragend. Wir haben eine kleine Expansion tatsächlich mal vorgenommen. Ein Schüler. Irre. Und wir haben jetzt sogar leerstehende Häuser. Also das heißt, die Leute können tatsächlich momentan fleißig über die Mutti steigen oder umgekehrt. Es ist mir völlig egal, wie sie es machen. Hauptsache, sie machen es. Immer schön Kinder zeugen, damit die Stadt immer weiter blühen kann. Damit wir weiter expandieren können und schließlich vielleicht doch noch um das Ziel in Angriff nehmen können.
die Karte so gut es geht zu besiedeln. Wir werden es sehen auf jeden Fall. Und da kam gerade der erste Schüler raus aus der Schwierigkeitsphase, nehme ich mal an. Also ich kann mich gerade echt nicht beschweren. Und dieser Winter wird wieder eine Nummer härter, das sehe ich schon. Das macht aber nichts. Muss mir sonst bloß nachher mal aufschreiben, beziehungsweise, nee, ich schreibe mir das nicht auf. Wir warten einfach, bis der Winter vorbei ist, würde ich sagen. Auch wenn das jetzt ein etwas härterer ist, dann ist die Session halt ein kleines bisschen länger. Ich glaube, das wird jetzt keinen umbringen. Direkt. Außerdem habe ich dann auch Zeit nachher für meine Freundin, wenn die nachher da ist. Ich denke mal, dass sie so ab 16 Uhr nachher da sein wird. Huch. So, 10. 10. Dann hier den Förster. 10. Huch. Ja doch, das ist okay. So, zack, zack, zack. Der Händler, hast du alles abgeliefert? Nö. Da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Wie sieht's denn aus? Lagerkapazitätsmäßig. Lass mal nochmal kurz laufen. Zwei Mäntel sind da noch drin. Gut, also mit den Ledermänteln betreiben wir Handel. Oh ja, das wird richtig ein bitterlicher Winter. Hi. Also wenn wir Pech haben, kommen wir in die zweistelligen Minus gerade. Danach sieht es nämlich gerade aus. 11 Schüler, 70, 70. Ja, da kommen wir gleich wieder ein paar Schüler. Ich glaube, der Schneider wird, oder die Schneiderin, sollte ich ja sagen, die wird bald umfallen. Oh, alles alte Leute hier. Unten sind alles alte Leute mittlerweile. Und oben sind die ganzen Jungen. Kräutersammler. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich bin zufrieden. Muss ich tatsächlich sagen. Also mit dieser Session bin ich echt zufrieden. Mit der kann ich gut leben. Die wird mir jetzt keine schlaflosen Nächte bereiten, sage ich mal so. So, ich glaube, der Händler kann jetzt erstmal abziehen. Den schicke ich gleich mal in die Bauernzunft zurück. Ich weiß, warum machst du das jetzt? Ganz einfach, damit ich mir später einen sparen kann. Lass mich raten, Brennholz. War klar. Aber da arbeiten wir dran. Wir haben jetzt 3 Woodcutter. Ich glaube, das sollte besser werden langsam. Und außerdem werde ich, denke ich mal, in der nächsten Session anfangen, die Häuser umzubauen. Unten fange ich damit am besten mal an. Weil ihr seht, Stein haben wir fast 300. Also wirklich eine ganze Menge. Ich glaube, damit fangen wir auch mal an. Ich bin gerade im Überlegen, ziehe ich dann die aus dem Eisen erstmal ab? Ich glaube, ich werde die aus dem Eisen dann erstmal abziehen. Aber das machen wir in der nächsten Session. Das sind dann erstmal nur ein paar Gedankenwege. Gut, dass der Fischer jetzt leer ist, das ist halt so. Da müssen wir mit leben. So. 12. Ein Kräutersammler haben wir noch, sehe ich gerade. Das ist gar nicht gut. Das ist wirklich nicht gut. Achso, wir haben ja einen übrig. So. Würde ich sagen, ziehe ich mal einen weiteren Bergarbeiter ab. Und dann werden wir tatsächlich mal das erste Haus, natürlich eines Rentnerpaares, ist ja ganz klar, abreißen und durch ein Steinhaus ersetzen lassen. Und das hier auch. Damit wir tatsächlich mal Steinhäuser reinkriegen, damit wir nicht so hohen Verbrauch haben, was Feuerholz angeht. Und liebe Leute, ich speichere jetzt mit euch zusammen ab und würde dann sagen, ich bedanke mich bei euch, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Heute mal eine richtig gute Session, wie ich finde. Und wir haben einiges geschafft, wie ich finde. Gut, wir haben jetzt nicht unbedingt eine Saatgut dazu gekriegt, aber mein Gott, das kann nicht immer so sein. Wir haben expandiert, also darauf bin ich jetzt besonders stolz, dass wir das hingekriegt haben, weil ich hatte schon länger in Planung, dass wir mal expandieren können. Jetzt haben wir es tatsächlich mal geschafft. Und ich denke mal, unsere Stadt wird jetzt so weiter blühen, wenn wir so weitermachen wie bisher. Wie gesagt, wir fangen jetzt langsam mal an, hier unten mal die ersten Steinhütten zu errichten. Ich denke mal, das ist nicht grundlegend verkehrt. Und, ja, der Rest wird sich zeigen, würde ich sagen. Und ich bedanke mich bei euch. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Banished mit Wagon Bree. Und ich sage nun einfach, euer Lars sagt ciao. Auf bald, bis bald und tschüss und vor allen Dingen bleibt mir gewogen.